So, da bin ich wieder. Ich habe beschlossen, euch doch mitzunehmen, weil erstens, es ist zwar immer noch die ein weite Krypta, zumindest heißt der Dungeon so, aber innen drinne ist es ein bisschen was anders. Die heißt nämlich Todeslauschen. Und das Ziel hier ist, beim anderen war es ja die Skelettkonstrukte zu töten. Hier müssen wir jetzt auch töten, aber ist die fing ein bisschen anders an. Wir mussten eine gewisse Anzahl an Gegner töten. Und das habe ich jetzt schon gemacht und ich befürchte, dass wir als Endboss, weil die Gegnertypen hier drin anders sind, dass wir als Endboss nicht mehr die Spinne hatten, die wir beim letzten Video hatten, sondern etwas ganz anderes. Ist zwar schade, ich ärgere mich, ich hätte die Spinne gerne echt besiegt, aber gut, der soll es wohl so nicht sein, ist auch nicht schlimm. Dann rennen wir jetzt halt hier durch weiter und ich bin nur hier runtergelaufen, habe den Wegpunkt geholt. Sonst habe ich nichts weiter gemacht. Ja, außer ein paar Mobs halt getötet. So, müssen mal gucken, wo die drei Konstrukte jetzt sind. Ich meine, vielleicht haben wir ja Glück und die Spinne ist wieder da. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseres belehren. Weil, wie gesagt, die Gegnervarianz ist ja ein wenig anders als eben. Gibt zwar auch Spinnen wie eben, aber ich hatte auch schon eine Schlange. Ah, lassen wir uns überraschen. Gelbe Handwickel, sehr schön. So, die sind fast genauso wie. Ja, die haben ja Angriffsgeschwindigkeit. Ah, ich leg die an. So, nee, das boxt uns wieder um. Hier ist ein Konstrukt. Ja, man merkt aber schon den Unterschied der Schwierigkeitsstufe. Also das ist, Wuchs sieht immer fix. Na ja, denn. Okay, noch ungeboxt. Umtreiberhandschuhe, die brauchen wir bestimmt nicht. Nee. So, weiter. Wie gesagt, die Videos, das sollen ja nichts Besonderes werden, oder? Einfach nur so ein kurzer Blick auf die Klassen. 4, 5 Folgen, 3, 4 Folgen, mal gucken. Am liebsten würde ich den Barbar auch nochmal spielen. Ist jetzt nicht meine Klasse, aber zumindest mal reingucken. Und am nächsten Wochenende bei der offenen Beta-Phase, da dürfen halt alle mitspielen. Kommen halt auch der Druide dazu und der Truppenbeschwörer. Wobei mich der Druide da besonders interessiert, weil in Teil 3 war er nicht drin. Und in Teil 2 war er drin und war gar nicht so schlecht. Also das ist. I'm not ready yet. Kopfschutz. Wobei jetzt sind so viele Spinnen. Am Ende des Tages ist bestimmt wieder der Spinnenboss gleich da. Umso besser ist es, aber. Schön groß die Dungeons. Das gefällt mir. Das ist, das habe ich schon mal erwähnt, aber das finde ich echt toll. Wieder ein Champion-Mod.
I need more time. Schrein, was haben wir für Schrein? Den kenne ich auch, den auch neu. So, dann gehen wir am besten gleich zum Konstrukt. Genau. Weil durch die Druckwelle ist der Instant kaputt. Wieder Handwickel. So, die sind sogar noch ein bisschen besser. Zack, zack, zack. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir das letzte Konstrukt eben finden. Stufe 10, schnell neue Fähigkeit. Da müssen wir noch zwei investieren. Den haben wir verbessert. Was haben wir denn für passive Fähigkeiten? Erhaltet Schadensreduktion im Nahkampf. Bewegungsgeschwindigkeit, okay. Heilt euch, wenn ihr Gegner kritisch trifft. Kann ich aber nicht, weil das muss vorher geskillt werden. Okay. Schadensreduktion über Zeit. Gib mir einen. Erhaltet je nach Waffentyp einen Angriffsbonus. Mehr Schaden gegen verwundbare Gegner, mehr kritische Trefferschaden. Bogen will ich mehr gehen. Nee. Ich verbessere Speerfeuer. Erstmal. Das Speerfeuer ein bisschen mehr Schaden macht. So, da ist das Konstrukt. Woher nehmen wir mit dieser komischen Spinne da oben? Auch hier wieder. Die ganze Ecke ist gepflastert mit Pfeilen, die in der Luft hängen. Ich verstehe das nicht. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so beabsichtigt ist vom Blizzard. Die haben einfach wieder unsichtbare Wände eingebaut. Arminel, der Grabmacher. Ja, denn. Das ist fast mein Namensvetter. Reinschutz eingesammelt. So, bitte den Torwächter, das ist wie eben, wie in der letzten Folge. Eine goldene Truhe. Ja, so die gleiche Karte kommt, aber ist vom Aussehen zumindest auch gleich aufgebaut. Ja, ich habe echt gedacht, das ist ein bisschen anders. Schnell kaputt machen, weil dann brennt das noch alles, dann gehen wir nicht in den Tod. I'm not ready yet.
Man müsste auch die Karte noch so irgendwie oben in der Ecke so machen können. Das war eine Minimap, aber. Und eine transparente wie bei Diablo 2, das wäre nicht verkehrt. Weil diese Mobs. I'm not ready yet. Der Wächter sogar, habe ich gar nicht gesehen. Moment. Mal den Spinnen wegmachen, da kommen schon wieder tausend Spinnen raus. Die Spinne. Torschwert und ein eventuell neuer Bogen, glaube ich aber nicht, dass der. Nee. So, den Schlüssel haben wir eingesammelt. Tür. I need more time. So, dann kommen wir schon wieder zum Spinnenboss. Oder was anderes. Aber ich vermute, es ist wieder der Spinnenboss. Ja, Brutwache. Ja, doch. Naja, umso besser. So, wenn man die jetzt nicht packt, auf der leichteren Schwierigkeit gerade, dann weiß ich auch nicht. Doch schon merklich leichter. Aber so, schnell da weg. War jetzt doch ein bisschen voreilig mit meinem Urteil, dass es leichter ist. Das den ganzen Raum ausnutzen von der Größe. Ah, da ist ein Heiko hingesammelt. Das ist natürlich ein Boss, sag mal. Raus da, raus da, so. Gut, dann Heiltrank, sehr schön. I'm not ready yet. Einen Heiltrank ansammeln. So. I'm not ready yet. Nein, nicht, nein, 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 nein. Beschwört auch immer mehr von den Viechern, ne? Aber gleich haben wir sie. Gleich, 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 gleich. Heiltrank trinken.
Den nochmal einsammeln. Das wäre auch zu viel von den anderen Mob. Du triffst die gar nicht. Aber die, oh Gott sei Dank. Ey, das hätten wir nie geschafft. Das hätten wir auf dem anderen Schwierigkeitsgrad nie geschafft. Zumindest ich nicht. Und dann nicht mal vernünftiger Loot. Nee. Na gut, schön. So, dann horten wir einmal hier hin und gehen in die gepeinigten Ruinen nochmal rein. Was da erwartet. So, da ist ein Spieler. Hier verkaufen wir mal ganz kurz alles. Hier. Alles bitte. Aha, sagt er. Dann einmal kurz zum Heiler. Na gut, nachdem wir hier aufgeräumt haben, ist ja auch keiner mehr da, ne? Gut. Kurz eine Markierung setzen. So, dann ab in die gepeinigten Ruinen. Huch. Ich bin auf den Tab gekommen. Narrende Bühne. Tötet Adalgrim und nehmt den Turmschlüssel. Also variieren auch die Aufgaben in den einzelnen Dungeons. Finde ich auch gut. Sorgt zumindest für ein bisschen Abwechslung. Sackgasse oben. Champion. I'm not ready yet. I need more time. So, Handschuhe, die wir brauchen. Zack. Gehen wir erstmal nach oben. Na, da ist noch ein Champion. I'm not ready yet. Hatred. The weak made strong.
asunder. A spear of light, piercing hatred's heart. A wise man with seven arms. Fog of lies, plagues of every name. I saw a child give birth to a mother. As hatred's sun set, and that of terror and destruction dawned. Ja. Torwächter erledigen. Das zieht mich so an, okay. Die Fähigkeit zieht einen an. So, Schlüssel aufgesammelt und ab zur Tür. Kann ich diese Questmarkierung eigentlich? Ja, kann ich. Okay. Reise nach Kammer der Berufung. Überlebt den Feind nicht mehr. Die Mob zwischen drin. Kein Loot von den Mobs. Schade. So, bösartige Samtdom. Wir haben einen Schrein. Ah, wir haben einen Schrein. Ja, das geht. Oh, da ist wieder ein Legendary Drop. Ein Ring sogar diesmal. Sehr schön. Mal den Schrein ausnutzen, solange er noch da ist. Ja, die Legendary sind auch auf der Minikarte markiert mit einem Stein. Mit Stein, sag ich schon, mit dem Stern. So, eine neue Hose. Die nehmen wir definitiv. Ein Schild brauchen wir nicht. Und der Ring. Ach, wir haben doch gar keine Ringe. Ah, siehst du. Bei Leben beim Töten. Ihr habt eine höhere Chance auszuweichen. Bei Gegnern, die von Schaden über Zeiteffekten betroffen sind. Wenn ihr ausweicht, erhaltet ihr 5 Euro Primärressource. Sehr geil. Nur leider irgendwie keine Werte drauf, ne? Schön viele Elite-Gegner, das gefällt mir. Wir haben das Haube. So, ein Level Up, neue Fähigkeiten. Da fehlt immer noch einer. Ja, da fehlt immer noch einer. Verbessern wir nochmal das Speerfeuer. Die Haube. Ah, nee, die würde ich gerne noch nicht austauschen.
Okay. Und der nächste Wiesemob. Der war jetzt nicht besonders schwer. Locker mit seinen Wänden, du. Eigentlich sowas wie ein Loot-Filter? Ich glaube nicht, ne? Zumindest doch nicht. Und der nächste Champion. So, so langsam können wir mal die Kammer finden, ne? Und wieder ein Champion. Ah, jetzt fahren sie aber leichter um. Also gefühlt zumindest. Ich. Hier gerade Unverwundbarkeit durch das Schild. Da ist der Boss. Da ist er des Landes. Ja, mal gucken, was der drauf hat. Aber der sieht schon aus wie der erste Boss da ganz am Anfang. Ja, oh, gut, der spuckt Feuer, okay. I'm not ready yet. Na gut, irgendwie Mobs können sie irgendwie alles spawnen, komischerweise. Aber der ist ja. Das ist ja ein Witz gegenüber des Spinnenbosses eben. Was war ich denn? Durchrasen. Mal preschen. Und tot. Wieder nur so. Gammiger Loot, ne? Also der Loot war nicht toll. Wird freigeschaltet in einem Kessel, haben wir gemacht. Nach 6 Waffenwechseln erhalte ihr Stählung. Okay. So, was haben wir? Wieder fast 30 Minuten. Wir porten nochmal kurz zurück in die Stadt. Und dann können wir in der nächsten Folge noch den Dungeon unten machen. So, aber ich würde sagen, ich beende die Folge wieder hier. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten bis zum Ende. Habt mein Gelaber ertragen. Kommentare und Likes und Kritik und Abos ist alles gerne gesehen. Ich bin immer noch am Lernen. Das wird noch einige Zeit dauern. Und ja, ich freue mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.